Heute schauen wir uns das nächste Wohngebiet in meinem New Orleans an. Ja, wir haben bereits hier diesen Innenstadtbereich schon kennengelernt. Im letzten Video habe ich euch hier dieses Arbeiterviertel gezeigt. Und heute stelle ich euch ein Gebiet vor, was mit dem New Orleans, dem Garden District, vielleicht gleichkommt, vielleicht ähnlich ist als Wohngebiet im Garden District. Da haben wir die Familie LaBeouf. Hier wohnen die Pancakes. Die habe ich hier wieder wohnen lassen. Dann haben wir hier eine Familie Delacroix, eine Familie Younau. Und ganz zum Schluss im Garden District steht eine Lounge zum Entspannen und Vergnügen in dieser Nachbarschaft. Viel Spaß bei dem Video. Und da sind wir auch schon bei unserem ersten Wohnhaus bei der Familie LaBeouf mit Hund und Katze. Ja, hier sind wir dann in einem Wohnzimmer und in der Küche in diesem Haus. Hier haben wir ja wahrscheinlich irgendwie so ein Besucherzimmer. Hier ist das Schlafzimmer der beiden. Hier ist vielleicht haben die ja ein Kind, was irgendwie mal zu Besuch kommt. Ja, und das ist das Haus der Pancakes von EA Original Sim-Spiel, die Familie. Und wir schauen uns mal deren Haus an. Ja, hier sind wir im Eingangsbereich. Das Esszimmer. Dann haben wir hier ein schön eingerichtetes Wohnzimmer. Eine sehr hübsche Küche. Und hier, ich weiß nicht, ob die Pancakes noch Kinder haben wollen. Kinderzimmer und das Schlafzimmer. Ja, dann ist hier noch ein Gästezimmer. Und sehr schön finde ich vor allem den Außenbereich hier mit dem Pool. Da haben wir die Familie Delacroix. Und wir schauen uns auch deren Haus einmal an. Hier ist so ein kleiner Vorgarten. Dann haben wir hier den Eingangsbereich. Das Wohnzimmer, sehr schick eingerichtet. So genauso wie das Esszimmer. Und die scheinen wohl sehr viele Gäste haben zu wollen, anhand der vielen Esstische, die hier in der Wohnung stehen oder in dem Haus stehen. Ja, dann hätten wir hier ein Kinderzimmer, das Elternschlafzimmer, hier ist noch ein Kinderzimmer, hier noch eins. Also da haben ja, glaube ich, ein Kind, zwei Jugendliche gewohnt und hier draußen noch ein Außenbereich mit Pool. Und da kommen wir zur letzten Familie, die Familie Younau. Und da sind wir im Wohnzimmer, im Esszimmer. Dann zeige ich nochmal die Küche, die man da hinter dem Esszimmer schon gesehen hat. Dann haben wir hier das Schlafzimmer. Und hier wieder ein Kinderzimmer. Ein bisschen, ja, unordentlich gewesen. Hier hätten wir noch ein Schlafzimmer. Und ja, jetzt machen wir den Rundgang durch die Lounge, in der sich die Leute aus dieser Nachbarschaft, die, wie gesagt, ja, von den Bildern her, die ich mir aus New Orleans angeguckt habe, als ich mir diese Welt hier zusammengestellt habe, mich an den Garden District erinnern. Ja, in der Bar ist hier noch nicht wirklich viel los. Die Bar an der Theke, die Dame, die steht da noch ganz alleine und hat nichts zu tun. Hier haben wir dann eine Live-Bühne. Wahrscheinlich ist ja auch wirklich erst abends was los, hier ein Kontrabass. Ja, dann kommen wir hier hinten zu den Toiletten. Da schauen wir natürlich auch einmal kurz rein. So, da haben wir hier das erste Klo. Ja, schön. Ja, schönes Klo für eine Lounge. So, ich denke, hier bei der Toilette wird das genauso. Genau, das sieht genauso aus wie auf der anderen Seite. Und dann werden wir jetzt in den oberen Bereich einmal gehen. Dort stehen noch ein paar Kickertische und
Da hat man einen sehr schönen Ausblick dann auf die Livebühne von oben. Das schauen wir uns auch einmal an. Hier bei den Toiletten sieht das halt genauso aus wie unten. Da gehen wir dann auch direkt gleich wieder zurück, brauchen wir gar nicht weiter gucken, das kennen wir ja schon. So, hier stehen wie gesagt die Kickertische und noch Spieltische. Und wenn wir dann hier, kann man sich richtig vorstellen, wie man hier abends gemütlich an einem Kamin sitzt und dann hier runter guckt, während gerade die Liveband spielt, da unten. Kann ein wirklich richtig schöner Abend für die Sims sein. Ja, dann haben wir hier noch einen kleinen Balkon, wo man dann auch noch schön draußen sitzen kann. Und wenn man vom Balkon runter guckt, dann hat man auch einen kleinen Blick auf den Innenhof mit dem Brunnen. Ja, da schauen wir uns auch einmal von draußen direkt einmal an. Wir gehen einmal noch, wir gehen uns diesen Balkon hier noch einmal angucken, weil von hier hat man auch einen sehr schönen Blick praktisch in dieses Wohnviertel. Da kann man die schönen Häuser in New Orleans sehen. Und wenn man von der anderen Seite von diesem Balkon nach unten guckt, hat man einen sehr schönen Blick auf den Fluss, den Mississippi dann wahrscheinlich. Ja, und jetzt gehen wir nach unten, gucken uns noch einmal den Außenhof an, wo man dann auch schön gemütlich sitzen kann. So, geht es direkt an der Bar entlang, hier nach draußen. Und hier hat jemand schon Riesenspaß, freut sich wahrscheinlich schon auf den Abend, diese gute Dame hier. Ja, aber auch hier draußen ist noch nicht wirklich viel los, außer unsere Tanzlady. Und ja, wenn wir jetzt hier in diesem Innenhof entlang gehen, kommen wir hier zu einer Tür, wo wir dann zum Fluss nach draußen kommen. Und damit haben wir uns dieses Wohnviertel auch schon angeschaut. Und wir machen noch einen kurzen Flug hier über die Lounge. Und das war es dann auch für heute mit diesem Video. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und euch gefällt die Idee, aus New Orleans oder besser gesagt aus Willow Creek New Orleans zu zaubern. Und ja, dann sage ich schon einmal Tschüss. Bis zum nächsten Mal.